When you go down. Yeah. So are you using your... I think the mistake I made was I used my rear brakes. Hey, hier ist übrigens David aus Australien. Wie geht's euch? Ja, wie ihr im letzten Video gesehen habt, bin ich hier durch diesen Wald gefahren und habe einen meiner, ich weiß gar nicht mehr, wie man auf Deutsch dazu sagt, oder auf Englisch, so einer der Herausforderungen, die mir seit Jahren Angst bereitet hat. Ist ein bestimmter Trail hier, ein bestimmter Track hier in diesem Forest, State Forest, oder National Park, im Nordwesten von Brisbane. Wunderschöner großer Park, habe ich schon ein paar Mal Videos drüber gemacht. Aber ja, ich will nicht zu weit abschweifen. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich mit dem Motorrad wieder hingefallen bin. An der gleichen Stelle, wie ich schon vor vielen, vielen Jahren hier in dem Wald mit dem Motorrad hingefallen bin. Und es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich bin zwar diesmal den Berg hochgekommen, aber ich bin nicht runtergekommen. Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Dann habe ich ein bisschen Research gemacht, betrieben und daraus gelernt, oder zumindest wurde mir bewusst, dass ich einen großen Fehler mache. Und zwar bremse ich immer mit der Hinterradbremse, weil ich Angst habe, dass ich das Vorderrad blockiere auf weichen Untergrund. Und das ist der Fehler, wenn man bergunter geht, dann das Gewicht geht sozusagen nach vorne, das Hinterrad ist entlastet und dadurch rutscht das Hinterrad sofort, wenn man bremst, nur wenn man leicht bremst. Und dann überholt es einen im Prinzip. Und der Trick ist, oder die Art und Weise, wie man das wohl machen soll, ist mit der Vorderradbremse bremsen. Also, los geht's. Los geht's, geht schon wieder heiß. Ready?
Das ist hier der steilste. Am schlimmsten Fall kann ich einfach hier Gas geben, weil dann geht's wieder hoch. Das ist voll nass. Okay. Ich weiß ja gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Oh. Stimmt, gute 10 Jahre hat mich das gebraucht, diesen Berg zu überwinden. Oh, oh, ist mir aber ordentlich warm. Und? Ist eine Lebenslehre, Life Lesson, wie immer auch immer dazu auf Deutsch sagt. Die erste Lehre, niemals aufgeben. Mehrmals nicht hinbekommen. Hingefallen, wieder aufstehen. Solange ihr noch aufstehen könnt, egal was ihr macht, solange ihr wieder aufstehen könnt, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann die zweite Lehre. Ist nicht nur eine Frage der Wiederholung, sondern auch eine Frage der Verbesserung. Ja? Zu hinterfragen, okay, warum funktioniert nicht? Was habe ich hier falsch gemacht oder was sollte ich anders machen? Und ganz wichtig war, dass die Unterhaltung mit dem Typen auf der KTM. Und nur ein Wort oder ein Satz, den er gesagt hat, mit der Vorderbremse viel arbeiten. Quite a lot of front, with one finger. Just front. Und hat total meine Herangehensweise geändert. Also war auch klar gewesen, dass es nicht am Motorrad liegt, sondern einzig allein an dem Fahrer. Und das ist das Gute, wenn es an einem selber liegt und man sich darüber bewusst ist und keine Angst davor hat. Und dann kann man sich verbessern, aber dann kann man sich eben immens verbessern, so wie heute. Ja. Heute bin ich noch langsam angegangen, aber ich glaube, über die nächsten paar Male, wenn ich es immer wieder probiere, wird es besser und besser und besser. Jetzt ist die Angst weg, ich weiß, dass ich es machen kann und dann kann man sich nur noch verbessern. Ja. Also, Leute. Ich will euch nicht weiter langweilen, das soll es von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumgucken. Also, haut rein, bis zum nächsten Video.